Diese Spinne treibt mich zur Weißglut. Immer wieder versuche ich, die Spinne zu vernichten. Und immer wieder bin ich nur der, der verliert. Geht doch eh uns allen so mit unseren Feinden. Hört zu! Ich habe eine neue Erfindung. Mit der werden wir die Kinder von der Köflacher Parade austricksen. Sie werden glauben, dass er der Echte ist, aber eigentlich ist er nur ein böser Klo, der mir gehorcht. Darf ich vorstellen? Der Torklon. Eine ganz genaue Nachbildung vom echten Tor. Aha, verstehe. Aber dunkler Meister. Sollte ich nicht mitgehen mit ihm? Sonst schlägt der Plane wieder fehl. Sei still, Faker. Mag ja sein, dass schon einige Pläne von mir fehlgeschlagen haben. Aber dieser kann nur funktionieren. Und übrigens, nun muss ich euch alle noch etwas mitteilen. Dunkler Botschafter, komm hierher. Habt ihr uns eigentlich schon mal genau betrachtet? Eigentlich sehen wir beide gleich aus. Nur ich bin das Auto und der Meister. Und er ist eine Gestalt komplett aus Dunkelheit bestehend. Ich war einmal ein Mensch und er war schon immer so. Nun, komm wieder her, Klon. Du hast es uns nun also gesagt, dunkler Meister. Ja, alle, die schwarz sind, wussten es schon. Somit von allen, die hier sind, wussten es Dark Kill Cat, der Sprenger, das böse Roblox Manschki, der schwarze Spider-Man, der dunkle Botschafter natürlich, der Teufel, Venom und Elektro. Natürlich wussten es noch einige andere Schwarze, aber die sind gerade nicht hier. Und nun, Torklon, es wird Zeit, dass du die Köflacher Parade Kinder austrickst. Du wirst zu ihnen sagen, dass du der echte Tor bist. Und sie werden darauf hereinfallen und dann wirst du sie gefangen nehmen und hierher bringen. Jawohl. Und das wird ein perfekter Plan sein. Bella, wieso hast du deine Wand schon wieder geändert? Was ist denn da noch so schlimm? Oh. Ist ja gar nicht schlimm, nur was du mir fragen, das halt. Ja, Fragen kennt ihr sich, aber ich wirke sehr deutliche Antwort auf das Game. Warum nicht? Na. Wie geht's euch denn so, Kinder? Bist du da Tor? Natürlich doch, könnt ihr doch eh sehen. Sag unseren Namen. Also, die da hinten heißt Manuela, der da heißt Bello, das hier ist Sanina und das ist Elanu. Feusch! Total feusch! Haha! Haben wir dir also ertappt? Du bist ein Fürschler. Ah.
Au! Ich bevorzuge den Begriff Klon. Au! Ich bevorzuge den Begriff, ich hau die mit meinem Helm um. Jo! Schaut, dass nur mein Helm mich schützen kann, sonst nicht. Au! Was soll das werden? Hey, wer steht da oben, die hat das Mistding? Mein Gott! Ich kann fliegen! Das kann doch nicht wahr sein! Ich sagte doch, dieser Klon ist zum nichts Nutze! Du! Gib mir doch endlich mal Ruhe! Ich kapier's nicht, was da los ist. Was ist denn für noch ein Namna? Magst du das bitte endlich einmal still sein? Ich kapier das nicht mehr. Was geht da jetzt eigentlich vor? Die Kurzfassung ist... Das soll ein perfekter Platz sein! Also dunkler Meister! Da kann man sich ja wirklich nur noch abbauen. Das nennt man den perfekten Plan. Das nenne ich das, den perfekten Fehlschlag eines Planes. Na, jetzt reicht's mir, jetzt zerquetsche ich euch! Hast du dir verdient. Hä? Was schon? Hä? Ah! Dang! Oh! Du! Steh schon auf, du Faulenzer! Nämlich keinen Faulenzer. Na nun, wie war zu stark für dich? Er hat Postman besiegt! Das ist wohl doch ein perfekter Plan. Dunkler Meister! Was ist grau, blau und rosa? Du Dingo! Anti-Venom sticht ihn in den Baumstamm, damit er mit Vollgas nach vorn fährt. Halt! Ich bin die Polizei, was sie da machen, ist verboten! Ich werde es Zeit, dich auf den Weg zu schaffen. So einfach geht das nicht. Was ist mit dem Tuch? Was denn überhaupt für ein Tuch? Na, es reicht, es reicht, es reicht. Genug! 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 So gehört sich das. Boah, jetzt reicht es mir! Dieser Klon kann ja fast gar nichts! Der hat ein richtiges Durcheinander verursacht! Na gut, und er hat... Ja, gib's ja zu. Er hat Postman besiegt. Das war schon fast eine blüffende Arbeit. Wer will jetzt noch etwas dagegen tun, was wir da machen? Wo ist das Sano? Da hinten liegt auch Ant-Man. Ich habe ihn umgepfeffert. Der wird jetzt so schnell nicht mehr... Sag einmal, wird das jetzt schon wieder eine Wiederholung von damals, wie Flitzer und seine Kumpels die Chicago-Invasion gestoppt haben, wo ich dabei war. Nur bist du schon die neue Platte? Du haust den Diener zusammen und dann auch noch mich um? So, jetzt habe ich auch wirklich mal Lust auf ein... Ich hab keine Lust auf ein AA-10-Bier. Auf was geht's sonst? Ich hab Lust auf ein bisschen... Bier. Nein, ich hab keine Lust auf Bier!
Was ist mit deinen Keks? Du kannst nicht gewinnen. Au, 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 au. Willst du meine Zähne schnuppern? Halt die Klappe! Halt die Klappe, du Bata, du! Unter dem Box, jetzt wird er in die Luft gehen, als hätte er einen Geist gesehen und wäre von ihm in die Luft gesprengt worden. Jetzt schwebt er! Gute Arbeit, Anti-Bandom. Danke für die Hilfe. Sehr freundlich. Du kannst mich nicht wegschieben. Ich kann dich aufkratzen. Hilfe! Wollt ihr mich jetzt von alle umhauen? Halt einfach zusammen, sonst hau ich dich echt noch um. Wenn wir noch diesen Sano finden, dann haben wir alle vier Kinder von der Köpflacherbara gefangen. Wo ist jetzt auf einmal der Torklon? Der Torklon zerquetscht Ant-Man. Es reicht! Viel Spaß noch da oben. Da ist doch mal wieder runter! Nein! Ich muss doch mal mit den Drachen flüchten. No. Wenn du vernichtet bist, dann werde ich die Kinder vernichten. Es war so schmerzlos, wie es geht. Vernichten. Versuch doch noch dich zu wehren. Du Mistkerl. Es wird Zeit für dich zu sterben, du ungeheurer Klon. Ich bin zwar nur ein Klon von Thor, aber eine Art von Thor stirbt nie. Merk dir das. Die Köpflacherparade wird durchdrehen. Ihre Häuser werden immer verwüstet. So, du Dreckskerl! Lass die Kinder frei! Die Köpflacherparade, Kinder! Oder es ist dein Ende! Das hättest du wohl gern.
Das ist nämlich deine Ente. Ich halte den am Boden und du kannst dich schön verprügeln, wie du willst. Langsam und komplett mit Schmerzen. Oder kurz und schmerzlos. Was? Stunden sind denn erst vergangen, seit ich ohnmächtig wurde. Ich eines. Jetzt ist gar keiner mehr hier. Außer der besiegte Postman. Da hinten alle Schurken. Und da dieser komische Opa. Und der freundliche Wiese. Hilfe! Aber sonst ist hier niemand. Ich muss die Kinder befreien. So schnell wie möglich. Versuch es ruhig. Du wirst aber Pech haben. Das sehen wir noch. Faker! Du magst zwar Kraft besitzen, aber ich besitze Schnelligkeit. Enorme Schnelligkeit. Was soll das? Das sieht nicht gut aus. Ja, dann übernimm du das doch gleich. Gern. Du wirst untergehen. Sehen wir noch. Was so? Wie kann er so? Au, 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 au. Der reagiert viel zu schnell. Ich habe keine Möglichkeit auszuwer... Oh. Aber doch, jetzt bin ich nicht durchstochen worden, oder? Durchstochen nicht, aber... Ich habe einige große Kratzer abgekriegt. Oh, das ist erst der Anfang. Noch besser, der Anfang kommt erst. Nun. Der nächste, bitte. Ich will ihn doch nicht ganz alleine erledigen. Oh, ich muss doch auch etwas zum Spielen bleiben, ne? Von mir aus? Squeeze! Warum denn immer wieder ich? Weil du einer meiner Besten bist. Danke für das Kompliment. War ja auch ein Kompliment. Faker, seit wann schreist du denn so wie ein Bürger? Das kann ich überhaupt nicht dulden. Tja, dein lieber Faker ist wohl schon ein Bürger geworden, was? Es reicht!
Wecker macht die platt. Bella? Ja? Ich verstehe das nicht. Aber du bist doch gefangen. Ja, wir haben mich im Wetter befreien können. Und nachher... Du redest einen Unsinn. Guck doch mal da nach drüben. Sie gefangen. Haha. Du hast dich nicht befreit. Du warst... Sag mal, was für ein Trick ist das jetzt? Willst du uns alle reinlegen? Aber wie nicht? Das ist absolut nicht komisch. Jetzt sag schon, was das zu bedeuten hat. Deinen Untergang hat zu bedeuten. Jetzt werde ich dich mal schön langsam fertig machen. Das ist eine Bella aus einer anderen Dimension. Wir haben sie verwandelt. Ich bin eine böse Bella. Nein, du bist nicht böse. Doch. Du wurdest böse verwandelt. Aber du musst nicht böse sein. Doch, ich muss auch. Du kannst aber gut sein. Ja. Dann würde ich mal sagen, deine Dienste waren gut, zweite Bella. Ja. Unglücklicherweise brauche ich dich nicht mehr. Also wie wär's jetzt, Faker, wenn du sie zu Max verarbeitest, bevor du das mit Ant-Man machst? Oh. Oder übernimm sie nachher. Ist auch egal. Jetzt ist alles aus. Ihr kommt richtig! Jetzt bin ich verloren. Jetzt bin ich verloren. Fange ich schon steile Schreden an. Meine Güte. Wow. Ungeheuerlich blöd. Ah! Wie kannst du das? Hilfe, aber nicht Hilfe für dich, sondern Hilfe für den Teufelshund. Ihr nutzlosen Dummköpfe. Du wirst verlieren. Powerman ist extrem mächtig. Er ist so stark, dass der Lighty den Ritter besiegen könnte. Umgekehrt ist es aber genauso. Tja. Du wirst das sagen. Nun bist du am Ende. Lieber deine Finger weg! Ungeheuer!
Das reicht mir. Das reicht mir. Ah! Komm schon, wir zerquetschen diese Übeltäter! Und zwar augenblicklich! Nächste! Squeeze, jetzt tu doch was! Du blauer Traubensaft, du, jetzt tu doch mal selber was! Ich versuch sie eh schon die ganze Zeit, aber ich bin so verwirrt, ich kenne mich fast nicht mehr aus, was ich überhaupt machen soll! Ja. Von mir besiegt werden. Oh. Genau das gilt für dich. Von mir. Würde ich mal sagen, ne? Ich hasse Squeeze Fähigkeit mit seinen langen Armen Leute wegzuschlagen. Ich bin doch kein Handbodenball. Bodenhandball, meinst du? Nein, musst du doch gar nicht sein. Du kannst doch auch ein Hockey sein. Bei einem Eishockeyspiel. Ich habe genug. Hört auf zu schreien! Du dreckiger Mistkerl. Oh. Du elendiger Hund, du! Wie süß ist das denn? Soll ich meine Kräfte benutzen? Nein. Gerne. Nein! Riese der Finsternis, komm herbei und mach meine Feinde zu Brei!
Letzterst auch die köflache Parade, die Spider-Mans. Überhaupt alle kriegen es zurück. Das musste es sein.